Derzeit bekanntester Bassgitarrist und hat es dann auch wirklich getan. Der Pudi Harry Jeske, der in Wismar und auf den Philippinen wohnt, am Wasser und das auch noch ein bisschen auskosten will, der hat ganz offiziell Altersruhegeld beantragt. Und seine Rockerrente hat er dann auch beantragt am Sonnabend in Rostock in der Stadthalle. Die Legende, sie lebt. Auch nach fast 28 Jahren Rock'n'Roll-Zirkus erbringen die Pudis den leibhaftigen Beweis, dass sie noch lange nicht reif sind für den musikalischen Ruhestand. Warum auch ans Aufhören denken, wenn zum Beispiel über 5000 begeisterte Fans in der Rostocker Stadthalle jeden Song textsicher mitsingen. Die Pudis, keine ostdeutsche Band, hat die Wende so erfolgreich überstanden wie die einstigen DDR-Starrocker. Im November 1969 gaben sie im sächsischen Freiberg ihr erstes Konzert. Was dann folgte, ist die Geschichte einer bemerkenswerten Karriere mit zahlreichen Hits, Tausenden von Auftritten in über 25 Ländern und dem millionenfachen Verkauf von rund 20 Alben. Einer, der diese Erfolgsstory entscheidend miterspielt hat, ist Pudis Mitbegründer Harry Jeske. An diesem Abend steht der sympathische Bassmann mit dem markanten Buschelkopf aus Rücksicht auf seine Gesundheit endgültig zum allerletzten Mal auf der Bühne. Ja, das ist ein komisches Gefühl. Also irgendwie mit einem weinenden und einem lachenden Auge gehe ich. Es ist soweit. Harry Jeske geht in Rockerrente. Zwei Tage vor seinem 60. Geburtstag sagen ihm seine Kollegen Bye-bye mit einem extra komponierten Abschiedslied. Und natürlich seine Rostocker Fans. Also Harry gehört eigentlich dazu. Und es ist schade, dass er geht, aber man muss die persönlichen Gründe eben akzeptieren. Tschüss. Schade, dass du gehst, ja. Echt schade. Ich wünsche ihm alles Gute. Bin ich richtig traurig. Ich glaube, dann sind die Pudis nicht mehr die Pudis. Oder wie auch immer. Ja, alles Gute für ihn. Viel Erfolg weiterhin. Er hat da noch große Pläne vor. Ja, ich wünsche ihm eine schöne Rente. The show must go on. Bassübergabe an den neuen Mann bei den Pudis, Peter Bimbo Rasim, einem gestandenen Musiker, der schon bei Stern Meißen und Veronika Fischer die vier dicken Saiten bediente. Noch einmal auf Tuchfühlung mit dem Publikum. Ein Souvenir für einen glücklichen Fan. Dann startet Harry in sein Leben nach den Pudis. Eine Abschieds-Solo-CD und ein Buch über seine wilden Jahre in der Band werden seine Anhänger ganz sicher trösten. Und während sich Ulknudel Harry nach seinem heißen Abgang jetzt richtig ausruhen kann, rock'n'rollen die anderen Pudis frisch, verstärkt, kräftig weiter. Wir freuen uns jetzt natürlich auch auf Bimbo, ist ja für uns wieder so eine Art Neuanfang, wo wir uns neue Impulse erhoffen, neue Ideen und seine Art, wie er Bass spielt, glaube ich, das beflügelt uns alle. Wir spielen bis zur Rockerrente. Keine Frage, die Pudis kann man da getrost wörtlich nehmen.